London, was für eine Stadt. In jedem Winkel steckt Geschichte und ein Tourist, der sie fotografiert. Pubs servieren ein Pint und ein Lächeln. Und die Musik, Theater, die Kunst. Multikulturalität. Und die älteste U-Bahn der Welt, die Tube. Eine erstklassige Stadt. Erste Sahne. Sie aufzubauen dauerte nur 12.000 Jahre und nur eine Nacht, sie einzureißen. Wie ist der Status? Barrierensicherheit ist aus, aber viele deiner fliegenden Freunde sind hier. Verdammte Scheiße. Dorthin, die Zeit drängt. Ja, Ma'am. Bin drin. Weißt du, womit wir es zu tun haben? Wärst du nicht davon gestürmt, vielleicht. Nie daran gedacht, diese Dinge den Behörden zu überlassen? Ernsthaft, Bagley? Die Regierung würde uns eher wegen Hilfeleistung verhaften, als mal was Nützliches zu tun. Wir sind auf uns gestellt. Vorsicht, Dorton. Bagley, ist da Besorgnis in Sabines Stimme? Klasse, den Computer über Gefühle befragen. Das erklärt einiges. Klavier 2 und an die Arbeit. Da ist sie. Das tat dir mehr weh als mir. Tu uns einen Gefallen und sei leise, Dorton. Wenn sie mich nicht erschießen, erschieße ich sie nicht, okay? Ihre Profile sind stark verschlüsselt. Nichts, woran man sie identifizieren könnte. Ah, Geister im System.
Die haben hier jede Menge DedSec-Zeug. Was glaubst du wohl, warum? Was? Wie haben sie das denn in die Finger bekommen? Keine Ahnung. Aber jemand möchte, dass es so aussieht, als sei DedSec hier gewesen. Shit. Du musst verflucht vorsichtig sein, Dalton. Wer sind diese Typen in Schwarz überhaupt? Nicht zu identifizieren. Ich nehme an, das ist Absicht. Elektrik unter Strom. Wiederhole. Feuerwerk bereit. Leck mich doch. Hier sind überall Sprengladungen. Himmel, dieser Kanister. Berkeley, ist das... RDX-Stickstoff. Genug, um das Parlament dem Erdboden gleichzumachen. Findest du den Zünder, Berkeley? Eventuell. Da ist ein Gerät, das verdammt viele verschlüsselte Daten aus dem Stockwerk über dir streamt. Das passt. Bin unterwegs. Rund um die Bomben haben sie DedSec-Propaganda hinterlassen. Diese Wichser wollen das Parlament sprengen und es uns anhängen. Daraus wird nichts, wenn du zuerst beim Zünder bist. Direkt im Unterhaus. Wer diese Männer in Schwarz auch sind, sie müssen Eier haben, sie mitten in der Regierung zu platzieren. Den Zünder gefunden. Er ist definitiv scharf. Berkeley, ich werde dir Hilfe brauchen. Ja, richtig. Aber ich bin ausgesperrt. Fuck. Ohne Berkeley haben wir keine Chance. Wartet. Ich habe eine Notlösung. Wir haben sowas trainiert beim MI5. Du bist wirklich der Hammer. Beeil dich damit. Gut, Berkeley, mach dein Ding. Bin dran. Und die Bomben wurden gerade scharf gemacht. Tja, das könnte kompliziert werden. Scheißdreck. Kannst du sie entschärfen? Klar kann ich das. Oder ich löse noch eine Ausfallsicherung aus und jag dich hoch. Sei gewarnt. Du solltest mit ein wenig Aufmerksamkeit rechnen, Dalton. Oh, da werde ich drauf. Besuch an der Hintertür. Shit. Dalton, wir kriegen hier im HQ Besuch. Wie lange brauchst du, Berkeley? Hängt davon ab, wie oft du mich mit Fragen nervst. Alles klar, Leute. Augen auf, Waffen raus. Hier geht's gleich rund. Fuck. Sie sind da. Ich halte sie auf. Sein. Hier ist alles sicher. Ich gehe weiter. Es hört nicht an. Was Neues, Berkeley? Sagen wir einfach, ich bin sowohl beeindruckt als auch verärgert, wie ausgefeilt diese Eingriffssicherung ist. Ich arbeite daran. Oh, die
Knüppel! Bagley, sag mir, dass du nah dran bist. Ich bin durch die Sicherheitsvorkehrungen und arbeite mich jetzt durch die Terabytes von Lockvogelcode auf der Suche nach der Zündersequenz. Werde beschossen! Ziel verwundet! Das darf nicht wahr sein! Lade nach! Brauche Deckung! Au! Mein Schau! Ich komm nicht mehr! Hier fest. Ein Problem, Dalton. Ich brauche deine physischen Anhängsel. Sofort. Was ist? Links befinden sich drei Einschübe. Einer davon ist der Empfänger. Du musst den Leiterdraht ziehen. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Zieh den Draht. Wenn mich das hochjagt... Bomben entschärft. Na, das war doch nicht so schlimm, oder? Bagley, du Mistkerl. Ich hatte fast einen verdammten Herzinfarkt. Hey, was zum Geier sehe ich da gerade? Offenbar ist das Parlament nicht das einzige Ziel. Weitere Bomben wurden eben aktiviert. Sieh her, Bagley. Scheiße, wir müssen die Leute warnen. Die Orte müssen evakuiert werden. Sie sind in ganz London verteilt. Wir haben keine Zeit. Aber meine Schwester ist bei der Thoran-Konferenz. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe einen Sender auf dem Dach entdeckt, der ein Signal an die anderen Bomben sendet. Wenn du ihn erreichst... Kann ich alle abschalten. Sabine! Fuck! Dalton, sie haben uns! Los, aufs Dach! Sabine, was ist los? Wir werden überfallen. Das reinste Blutbad. Laut Protokoll muss alles gelöscht werden. Auch Bagley. Ich brauche ihn für den Sender. Ich weiß. Aber wenn sie ihn kriegen, haben sie alles. Namen, Operationen, Positionen. Okay, dann mache ich es auf die altmodische Weise. Lösch ihn. Ja, lösch mich. Na los, Sabine, und dann verschwinde da. Oh, fuck. Okay. Bagley ist aus. Du bist auf dich allein gestellt. Dalton, wenn das... Wird es schon nicht. Wir sehen uns am Treffpunkt. Versprochen. Viel Glück. Untersuchung. Er war hier.
bist du? Das Töten tausender. Ganz genau. Um die Welt zu retten. Du weißt, dass es schon immer Opfer gab. Die Pest, das große Feuer, der Blitzkrieg. Nicht sehr schön. Aber Zerstörung ist immer die Heilung. Und sie beginnt heute. Zero Day. Drei Orte in London. Die Bevölkerung wird gebeten, zu Hause zu bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Die Zahl der Opfer wurde noch nicht offiziell genannt. Sich heute Abend Menschen zu Mahnwachen versammelt, um den Verlust tausender Familien und unserer ganzen Stadt zu betrauern. London setzt jetzt alles in Konferenz in der Downing Street, bei der Nigel Cass, CEO des privaten Militärunternehmens Albion, die Sicherung Londons betrat. Cass schwor, Deadsecting festzumachen. Die Terrorgruppe, die ihn für die Machtdemonstration nutzte, Albion modernste KI-Systeme und autonome Drohnen, um die verbliebenen Mitglieder von Deadsec zu jagen. Eine Warnung an potenzielle Aufruhr. Melden Rekordprofite dank erhöhter Effizienz in Produktion und Vertrieb, die durch ursprünglich für Sicherheitszwecke entwickelte Technologien erreicht werden konnte. Der positive Trend. Aufgrund, die Zahl der Verbrechen ist stark am Sinken. Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution gehen zurück, seit die Anführer von 4 der 5 größten Verbrecherkartelle Londons angeklagt wurden. Die Straßen in Camden und Brixton. Albions Mandat wurde von Seiten der Regierung unbefristet verlängert und das Leben normalisiert sich allmählich. Ausgangssperren und Reisebeschränkungen wurden dank automatisierter Methoden. Trafalgar Square aktuell nicht Schauplatz größerer Aufstände. Die Gerüchte in den sozialen Medien werden ausländischen Kräften zugeschrieben. Albion hat die wenigen Stimmen. Von dem Umbau von Fake News warnte, wurden im Internet kursierende Verschwörungstheorien der Terroristengruppe DeadSec, seien die Anschläge nur angehängt worden, klar zurückgewiesen. Wir konnten nicht einen Londoner finden, der diese Behauptung vor der Kamera wiederholen wollte. Ich muss ein Team zusammenstellen, aber allein kann ich derzeit nicht hochfahren. Sehen wir in London CTOS nach, wer verfügbar ist. Und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hacktivisten und angebliche Terrorgruppe DeadSec. Colin ist in der Leitung. Colin, was meinst du dazu? Früher war meine Meinung, dass wir DeadSec verhaften und sie in den Knast werfen sollen. Jetzt finde ich, man sollte sie einfach abknallen. Findest du es nicht etwas seltsam, dass sie als Verantwortliche hingestellt werden, ganz ohne Beweise? Sieh dir Joanna und unsere Stadt. Brauchen wir mehr Beweise? Nun, Colin,
Sieh dir doch mal ihre früheren, allesamt gewaltfreien Aktionen an. Albion hat in den letzten Monaten mehr Leute ins Krankenhaus gebracht als DedSec jemals. Riecht nach Sündenbock. Jetzt ruft Emily uns an. Emily, was hältst du davon? Du hast absolut recht, Claire. Die Regierung gibt DedSec die Schuld, um den Anschein zu wahren, dass sie alles unter Kontrolle hätten. Sie haben wohl keine Ahnung, wer hinter den Anschlägen steckt. Aber das klingt medial nicht so gut, oder? DedSec ist ihnen ein Dorn im Auge. Wen könnte man also besser beschuldigen? Angie, du bist jetzt dran. Was meinst du zu der Sache? Ich denke, das war DedSecs wahres Gesicht. Schrecklich, dass wir diese Gefährder jahrelang so vernachlässigt haben. Terroristen in unseren eigenen Hinterhöfen. Hast du mehr Angst vor DedSec als vor den verschiedenen Londoner Gangs, etwa Clan Kelly? Clan Kelly brennt vielleicht einen Laden nieder oder tötet gezielt. Aber niemals würden die das Parlament in die Luft jagen. Als nächstes Crypto King. Fühlst du dich mit Pseudonym sicherer? Ja, unbedingt. Jeder sollte doch seine Identität schützen. Gerade jetzt, wo wir wissen, wozu sie fähig sind und wie weit sie für ihre Ziele gehen. Warte mal, meinst du die Regierung? Behauptest du etwa, dass die Regierung für die Anschläge verantwortlich ist? Oh, glaub mir, Claire, sie waren es nicht allein. Alle stecken mit drin. Die Regierung, Albion, Sirs, Bloom, Sky Scheißlarsen und die gesamte Downing Street. Sie wollen, was wir Angst haben, wollen unsere Gedanken kontrollieren, jeden Tropfen Nutzbarkeit aus uns rauskitzeln und nach dem Tod sogar unsere Leichen verkaufen. Scheiße, es ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Wunderbar. Dann holen wir mal die Londoner ins Boot. Schön, dich lebendig zu sehen. Wenn du noch entschlossen bist, DedSec braucht dich. Ich schicke die Koordinaten unseres letzten Verstecks. Triff mich dort. Okay. Come on.
Grace. Sie wollte es. Sie hat's gekriegt. Grace, oh mein Gott. Einfach fantastisch. Wenn Sie etwas brauchen, fragen Sie Grace. Brillant. Einfach nur brillant. Das ist ein Notfall. Grace unter Druck. Captain Grace. Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu DedSec gehört, nicht einfach reinlassen kann. Du musst es manuell außer Kraft setzen. Eine manuelle Überbrückung zu einem Geheimgang? Wenn ich nachher Knoten hacken darf, geht mir einer ab. Ich sag's dir, der kommt ins Fernsehen. Komm schon. Ich wüsste doch, wie die heißen. Das gibt's doch gar nicht. Die beste Show des Jahres. Und ich vergesse den Namen. Da meinst du sogar, ich könnte für ihn eröffnen. Im Ernst? Sieh mal an. Sesam, spreiz die Beine. Hey, jemand da? Wo ist der Lichtschalter? In unserer heutigen Episode von The Upload sprechen wir darüber, wie Bagley es geschafft hat, London zu erobern. Eins meiner Lieblingsthemen. Ich könnte stundenlang über den Aufstieg des KI-Systems reden. Auf Buccaneer hört ihr The Bug. Hallo Widerständler, es ist wieder Bugzeit. Sitzt ihr bequem? Nein? Gut, so soll's sein. Hier ist The Bug. Ich bin Andy und mit mir seziert die Geschwüre an der Leiche des einst freien Britanniens, Alice. Hallo Andy. Heute werden wir mit euch über Albion sprechen. Dein und meine Freunde, Alice. Die Regierung hat Albions Vertrag verlängert und prahlt außerdem damit, dass Gewaltverbrechen auf einen Rekordwert gesunken sind. Albions Vertrag zu verlängern, kommt mir vor wie ein Hund zu haben, nennen wir ihn doch Nigel, der einen jeden Tag beißt, um zu überlegen, wäre es nicht super, wenn Nigel... Keine DedSec-Registrierung erkannt. Identifiziere dich oder ich verriegle die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig verhungerst. Nein, 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 bloß nicht. Sabine schickt mich. Sabine lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin Bagley, DedSecs definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem DedSec-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe.
ich bin wieder im Netzwerk. Lade unsere Datenbanken und Nachrichtenarchive runter. Oh, oh nein. Terrorgruppe DedSec verantwortlich für Bombenanschläge in London? Dalton Wolf ist tot? Da lasse ich euch eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Blöde Frage, aber... Bei The Upload. Wir sprechen über Sky. Verbinde jetzt mit Sabine Brandt. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Bagley. Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein. Aber die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen. Wir hatten keine Chance. Sie schossen alles, kurz und klein. Holy shit. Wie hast du es rausgeschafft? Ich floh durch die Kanalisation nach Camden. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und seitdem habe ich mich im Norden versteckt. Sehr klug. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. DedSec ist aktuell so beliebt wie ein französisches Fußballteam. Das ist cooler Scheiß, aber tja, auch ein großes Risiko, oder nicht? Hör zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich. Ich habe alles und jeden verloren. Am Ende sieht es so aus. London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn DedSec das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann's keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du? Wem mache ich was vor? Klar, legen wir los. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei DedSec. Es wäre unverantwortlich von uns, dich nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine DedSec-Arbeit unerlässlich ist. Willkommen zur heutigen Episode von The Upload. Wir unterhalten uns über die Optik und wie sie unser Leben verändert hat. Wie ihr sicher wisst, hat Bloom bei der letzten Toan-Konferenz eine neue Optik-Version angekündigt. Aber seitdem haben wir aufgrund der dramatischen Ereignisse kaum davon gehört.
Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an. Du hast jetzt all das schicke neue Spielzeug. Aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Albion dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Sie knallen dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei DedSec benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. Hast du schon Connie Robinson getroffen? Ihr gehört der Pub. Sie ist ein alter DedSec-Kontakt und eine ausgezeichnete Amateurboxerin. Geh zum Übungsring, dann zeigt sie dir... Mit einfachen Schlägen an. Sei nicht schüchtern. Schlag zu. Du musst unter meinem Block durch. Finde meinen Schwachpunkt. Jawoll! Jawoll! Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abstand gewinnen. Ja, guter Schlag. Ja, guter Schlag. Fähigkeit musst du noch lernen. Die Kontaktpflege. Der Rest deines Teams ist da. Warum plauderst du nicht ein bisschen? Willkommen bei DedSec. Fantastisch. Endlich werde ich akzeptiert. Wie geht's denn so? Wir sind jetzt einfach so bei DedSec, was? Keine peinlichen Einführungskurse oder eine Aufnahmeprüfung? Ah, vergiss es. Ich war eh immer eher praktisch veranlagt. Nachdem ihr jetzt dicke Cyberfreunde seid, würde Sabine gerne mit euch sprechen. Arbeit, Team. Es ist schön, dass sich das Versteck endlich wieder füllt. Der einzige Weg, um London vor der totalen Unterdrückung zu retten, ist der Wiederaufbau des Widerstands. Wir müssen rekrutieren, trainieren und unser Arsenal auffüllen. Die Leute warten darauf, aufzubegehren und ihre Stadt zurückzuholen. Wir müssen ihnen nur zeigen, dass DedSec auf ihrer Seite kämpft. Sicher, aber warum erledigen wir nicht einfach die Arschlöcher und... Tada! Problem gelöst. Albion macht dabei garantiert gut Kohle. Unter denen wirkt London wie ein Kriegsgefangener. Und Clan Kelly. Gangster haben auf den Straßen das Sagen und es wird immer schlimmer.
Wahr, aber denkt dran, dass da noch diese Zero-Day-Hacker-Gruppe ist. Sie haben DedSec schon einmal besiegt und sie werden es wieder versuchen. Ich glaube, dass sie die Anschläge verübt und DedSec beschuldigt haben. Mit eurer Hilfe werde ich der Sache auf den Grund gehen. Dann haben wir viel zu tun. Genug geredet. Befreien wir London. Erster Punkt auf der Liste: Der Signals Intelligence Response Service oder SRS oder die Earl Grey Gestapo hat eine Überwachungstechnologie namens AR-Rekonstruktion entwickelt. Modernste Verletzung des Rechts auf Privatsphäre. Und genau deshalb eventuell sehr nützlich, um Zero Day zu finden. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben, wenn wir nicht als ein Haufen brutaler Schläger dastehen wollen. Ich überlasse es ganz dir, wie du auftreten willst, aber denk dran, du repräsentierst jetzt der Zack. Ich meine, wenn das bei Hackern sowas wie das ist, dann mal das auf so geil lassen. Ich reiß dich in Stücke! Hey, solange es gegen Alien geht, leben und leben lassen. Entspannst du dich mal? Der Aufbau einer Widerstandsgruppe erfordert Agenten mit besonderen Fähigkeiten. Technisches Wissen, Waffengeschick und körperliches Training sind allesamt wertvoll. Beim Bärnackelboxen findest du Leute, die ordentlich austeilen können oder einstecken. Hey, bist du bereit, endlich aus diesem dystopischen Albtraum aufzuwachen? Oh, verstehe, du bist von DedSec. Ich habe ein paar Infos für dich. Red weiter. Was hat mehr Pakete als ein Parcelfox-Warenlager? Meine Kollegen und ich, denn wir haben alle gerade unsere Abfindungspakete bekommen. 300 Leute auf einmal gefeuert. Wir werden ersetzt. Tut mir leid, Mann. Wie schrecklich. Ich komm zurecht, aber die ganze Sache war mega beschissen. Verstehst du? Total suspekt. Wir waren alle Videospielentwickler. Auf keinen Fall haben die uns alle so schnell ersetzen können. Naja, vielleicht, aber nicht ohne, dass da irgendwas Krummes gelaufen ist. Okay. Du willst also, dass sich DedSec mal deinen Ersatz ansieht? Genau. Also, wenn du mir dabei hilfst, bin ich dir was schuldig. Aber richtig. Du bist ein hübsches kleines... Beweg dich. Ein Technologieunternehmen handelt unethisch? Klingt weit hergeholt, aber sehen wir uns das trotzdem an. Überlass das mir. Ich schaue, was ich herausbekomme.
Ehemaligen Arbeitgeber unserer Kontaktperson angekommen und abgesehen von einigen schwer bewaffneten Wachen ist hier alles ausgestorben. Hm, interessant. Ich glaube nicht, dass der Ersatz vor Ort ist. Sieh dich mal um, ob du rausfindest, wo der sein könnte. Kannst du deine Industriespionage vornehmen?
darüber nach. Hier kommen die Daten. Verstanden. Ich sehe mir das Unternehmen genau an, während du dich in Sicherheit bringst. Bagley, was hast du für mich? Tja, ich habe den Ersatz für unseren Klienten gefunden. Es ist eine KI. Und auch noch eine ziemlich üble, nicht mal ansatzweise so schlau wie ich. Die kann höchstens ein paar Millionen Menschen ersetzen. Leck mich am Arsch. Ah, okay. Aus deiner Perspektive ist das vermutlich viel. Wenn du magst, können wir sie zerstören, bevor sie noch mehr Leute arbeitslos macht. Einverstanden. Schick mir die Koordinaten. Pläne der jobvernichtenden KI wurde in eine Kiste vor Ort gepackt. Oh, ich stehe auf Zerstörung.
Dann sorg mal für etwas Zerstörung. Ermordet. Begib dich jetzt in Sicherheit und ich überbringe unserem Freund die guten Nachrichten. Krass! Offenbar hat Albion ein Überwachungsnetzwerk in Lambeth, das die DDR-Stasi von Knight erblassen lassen würde. Ich bin sicher, dass die Leute in Lambeth gern wissen würden, wie genau sie beobachtet werden. Square.
Okay, hör mal. Dein Ersatz ist eine KI. Ist das nicht cool? Ich meine, trotzdem blöd für dich, aber super cool. Unmöglich. Wirklich? Krass, oder? Wie dem auch sei, das hätte deine gesamte Industrie kaputt gemacht oder so. Aber der Zack hat dem einen Riegel vorgeschoben. Kein großes Ding. Danke, Mann. Also, willst du kämpfen? Nicht gegen mich, sondern allgemein. Für der Zack. Ach, scheiß drauf. Okay.